So ein paar Schlagworte, liebe Schwestern und Brüder, kann man schon schnell nennen bei Athanasius. Einer der großen vier lateinischen Kirchenlehrer, Verteidiger des wahren Glaubens. All das hat man schnell bei der Hand. Aber was sagen wir eigentlich damit? Wenn man sich ein bisschen hineinzuknien oder hineinzudenken versucht, nicht nur in diese Zeit, sondern in eine solche Existenz eines solchen Mannes, der 80 Jahre wurde ungefähr, davon 50 Jahre Patriarch von Alexandria war, von diesen 50 Jahren 17 Jahre in die Verbannung geschickt wurde. 17 Jahre? Wenn wir uns versuchen, die Tage vorzustellen, natürlich werden einige einwenden, naja, solche Verbannungen in Trier oder in Rom, das kann man noch irgendwie aushalten, dahin fahren wir heute in Urlaub. Was wird es geheißen haben für einen Mann, der durch und durch Ägypter war, Kopte, ganz mit griechischer Erziehung erfüllt und den man dann hier in die Pampa schickte, in die Wüste, beim ersten Mal. 17 Jahre nicht für seine Kirche arbeiten zu können. Wie hält man das aus? Und wir müssen noch konkreter werden. Wie erträgt man das, wenn nicht irgendwelche feindlichen Mächte einen in die Verbannung schicken, sondern die eigenen Mitbrüder? Es waren schließlich Bischofssynoden, die Athanasius, den einzig noch Rechtgläubigen, verurteilt und in die Verbannung geschickt haben. Wie hält man das aus? Wie erträgt man das? Bei Athanasius ist man versucht, die Antwort in der Wüste zu suchen. Athanasius hat mit einer soliden Ausbildung, wenn wir sagen, ein großer Kirchenvater, einer der großen Kirchenlehrer der klassischen, an vielen Altären, einer der vier dargestellt, neben Hieronymus, Augustinus und Ambrosius, dann ist damit zunächst ja eine Vereinnahmung verbunden. Und natürlich ist er nicht ein so brillanter Geist wie Ambrosius oder Augustinus. Er ist ein ganz solider, wir würden heute sagen, Schultheologe. Was ihn beeindruckt hat, als er als Diakon am Konzil von Nicäa teilnimmt, ist, dass die Väter, die für die Rechtgläubigkeit gestritten haben, noch ihre Ärmel zurückschlagen konnten und die Wunden der Tortur zeigen konnten aus der Verfolgung, die Narben. Das hat ihn als junger Diakon ungemein beeindruckt. Das hat ihn geprägt und das hat er mitgenommen. Und er wusste, dass diese Kämpfe, die diese Väter ausgestanden haben, jetzt unter veränderten politischen Gesichtspunkten und Verhältnissen, dass es diese Kämpfe immer noch gibt. Sie werden in der Wüste geführt von den Mönchen, auf die er als Erster aufmerksam wird. Er ist es, der eine Vita des Antonius schreibt und sie in der ganzen Welt verbreitet. Als viel später in Trier bei den Thermen, die damals schon verlassen waren, ein anderer Kirchenvater Mönche findet, von denen dann Augustinus hört, dann ist es diesem Exil des Athanasius zu verdanken, dass er es bekannt gemacht hat, diese Lebensform. Und vielleicht hat genau diese Lebensform, diese Mönche, denen er zeitlebens verbunden war, die sich ja in seinem Patriarchatsgebiet aufhielten und überhaupt diese Bewegung erst begründeten. Vielleicht hat es ihm diese Lebensform und diese Bewegung leichter gemacht, mit dem eigenen Schicksal innerhalb der Kirche umzugehen. Und vielleicht ist das in oberflächlichen Zeiten wie heute auch der Weg für manche, die weiter ernsthaft Christen sein wollen. Die Christen leben mit uns, die könnten auch ihre Ärmel hochschlagen und ihre Wunden zeigen. Sie kommen aus dem Nahen und Mittleren Osten. Sie sind oft Opfer der Verfolgung geworden. Sie sind gemobbt worden in der Schule. Manche von ihnen geschlagen. Manchen ist Schlimmeres geschehen. Manche haben Angehörige verloren. Wir hören aber nicht auf sie. Und vielleicht muss es unser Weg sein, auch wieder uns vom Beispiel der Wüste ermutigen zu lassen.
von den Vätern. Wer hat je die Geschichte der laurischen Büste gelesen, die Historia Lausiaca von Palladius, wo all die Väter aufgezählt werden mit ihrem Lebensbeispiel, ihren Kämpfen, ihren Worten zum Beispiel, eines von vielen möglichen Beispielen. Wir sollten uns, gerade wenn wir Athanasius heute feiern, gut präparieren für das, was uns bevorsteht. Auch heute ist das Stichwort Synodalität und Synode ein großes Wort. Es heißt unter dem Strich zunächst gar nichts. Es hat so viele falsche, irrende Synoden in der Kirchengeschichte gegeben, dass ich glaube, wenn man die zusammenzählt, dass es mehr Irrige gab als Rechtgläubige. Also ist mit diesem Stichwort noch gar nichts erledigt. Sondern es geht darum, nicht Mehrheitsentscheidungen herbeizuführen, sondern wie Athanasius, relativ stur im rechten Glauben festzustehen und doch gleichzeitig, das ist die hohe Kunst, wach zu sein für die Bewegungen seiner Zeit. Der war nicht einfach nur stur. Dann hätte er sich um die Bewegungen, das, was sich da in der Wüste so zusammenrottet an merkwürdigen Gestalten, nie wahrgenommen. Er hätte nie tiefer gesehen, welchen Schatz das bedeutet für die Kirche und dass es eigentlich ihr Überleben bedeutet. Auf Athanasius zu schauen, heißt, sich nicht oberflächlich mit den Schlagworten zu begnügen, sondern selber an ihm und mit ihm tiefer sehen zu lernen, damit wir unseren Glauben tiefer verstehen und leben können.